بسم الله. السؤال طبعا هو من السؤال الأسئلة المهمة اللي هي حكم البقاء في ديار الكفر. يا أخي ابقوا ومثلوا دينكم وابقوا هنا بنية أن تمثلوا دينكم، والله يتحول بقاؤكم إلى عبادة من أعظم العبادة. لكن افهم مني الشروط. كن قمة في إيمانك، كن قمة في عملك، كن قمة في أخلاقك، يبقى بقاؤك هنا عبادة. Kurze Frage, was ist das islamische Urteil bezüglich, wenn man im Land der Nicht-Muslime lebt? Ob wir auswandern müssen oder hier bleiben müssen? Er sagte, bleibt hier, weil inshallah eure Anwesenheit in diesen Ländern unter gewissen Bedingungen wird dazu führen, dass diese Länder sich öffnen. Er sagte erstens, dass ihr Gewissheit habt, dass ihr euren Iman nicht verliert und eure Religion praktizieren könnt, dass ihr Anstrengungen habt in der Dauer und dass ihr euer Benehmen dementsprechend leitet. قال لك قلبك تخرج تعال لا تروح بل معك حساب معلش انا لا تصدم يا عيال